Ho, 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 heute haben wir den 1. Dezember, wenn dieses Video online kommt. Und deswegen ist mal Zeit für einen Adventskalender auf Günther aus der Dönerbude. Und zwar habe ich hier ein paar Pokémon TCG Online Packs, wie ihr sehen könnt. Ja, ich weiß, das ist wirklich sehr toll. Mein Bruder hat sich schon mehrere Displays geholt und hatte dann noch einiges rumliegen. Insgesamt sind es 84 Packs und wir werden in jeder Folge an jedem Tag 3 öffnen. Die Videos werden dann wahrscheinlich außer diesem und dem letzten alle wirklich sehr kurz, aber irgendwas mache ich wenigstens. Eigentlich, das ist auch, will ich mal jetzt drüber informieren, warum so lange kein Minecraft auf meinem Kanal kam. Denn ich hatte so in den nach Ende der Sommerferien bis Herbstferien ungefähr wirklich ziemlich viel Stress und nicht wirklich Zeit zum Schneiden. Und danach habe ich die ganze Zeit dafür verwendet, das Projekt, das eigentlich dieser Adventskalender werden sollte, vorzubereiten. Es hat aber letztendlich leider nicht geklappt, weil wir es einfach nicht hingekriegt haben, dass alle, die mitspielen sollten, Zeit gehabt hätten. Das wäre eben ein Minecraft-Projekt gewesen. Ich denke mal, wir werden das trotzdem schon noch zweimal zocken, bloß halt eben dann nicht zu so einem Anlass. Und als Adventskalender haben wir hier ein paar TCG-Packs. Und ich würde sagen, heute beginne ich mal in der ersten Folge mit diesen drei von den häufigsten. Was Stunde der Wächter wird, oder? Ach, ich mach sogar schon. Oder? Nee, ich nehme heute mal nur ältere. Echo des Donners ist verdammt alt, ja. Hier, Turbo-Start, davon habe ich verdammt viele. Deswegen mache ich erstmal das hier auf. Schicksalsschmiede. Erstes Pack. Der Plan ist, weil 84, wie viele vielleicht merken, ist nicht durch 24 teilbar. Er gesagt, da gibt es 3,5. Deswegen öffne ich jede Folge 3 Packs und alles, was überbleibt, kommt an der letzten Folge an Weihnachten einfach obendrauf. Gleich mal 2 seltenere Karten. Ja gut, ist wahrscheinlich, meine Freunde. Das könnte eine Ansage sein. Lege 2 an dieses Pokémon angelegte Energie auf den Ablagestapel. Im ersten Pack haben wir erstmal Lugia in der Turbo-Variante. Wahrscheinlich. Das ist das erste Pack vom 1. Dezember in einem Adventskalender. Und da ist ein fucking Lugia Turbo drinnen. Das andere Pack hebe ich mir auch von dem. Und Turbofieber ist im echten Leben. Vielleicht außer Ultra Prisma, kommt drauf an, wie man das sieht. Da habe ich zwar nicht wirklich viele seltene Karten, aber dafür halt eine Rainbow. Wer das Video nicht gesehen hat, ich kann es nur empfehlen. Pokémon TCG Opening auf meinem Kanal. Apropos, ich werde nicht öfter Pokémon TCG online bringen, weil hierfür brauche ich schon die Hilfe und den Laptop von meinem Bruder. Hier macht er das mal mit, weil, ja, ist halt so. Aber auf meinem Laptop geht das Spiel leider wegen einem tollen Bug nicht. Aber hier von Turbofieber habe ich mir schon, das ist eine coole Story, die ich mal erzählen will. Da habe ich mir 3 Packs geholt. Mein Bruder hat sich 1 geholt. Er hatte nichts Gutes drin. Als ich meine 3 geöffnet habe, hatte ich im ersten sogar ein Ho-Oh EX. Dann habe ich das zweite geöffnet. Da war auf einmal ein Darkrai EX drin. Aber nein, keine Angst, im dritten war keine EX. Im dritten war ein Mega Sherox EX Full Art. Ja gut, hat er sich ein bisschen getriggert gefühlt. Und deswegen mal gucken, wie es hier online mit Turbofieber aussieht. Online habe ich noch nie wirklich viel geöffnet. Hier ist auf jeden Fall keine Turbo-Karte drin, kein Lugia, sondern nur ein Pion Draghi. Dann würde ich sagen, hier für heute noch einmal Turbofieber. Ja, und dann endet auch schon die erste Folge. Wie gesagt, die werden nicht lang. Das wird einfach für jeden Tag mal ganz kurz was zum Gucken sein im Dezember. Und ich wollte einfach mal sowas machen. Ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.